Den Zwölfen zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Das Auge der Göttin. Kritische Wunde, Joost ist ziemlich kaputt. Das hat damit zu tun, weil wir gerade einen starken Kampf hatten gegen den Einäugigen. Ich bin mir nicht sicher, ob der sich am Ende weggesappt hat, hab da jetzt nicht drauf geachtet. Oder ob er einfach nur gestorben ist, aber sein Leich ist ja nicht da. Darum vermute ich, dass er sich kurz vor Ende einfach, ja, weggesappt hat und geflohen ist. Auf jeden Fall scheinen wir seinen Kelch bekommen zu haben. Stand da auf jeden Fall gerade. Ich sehe davon nichts. Und denn, wir schauen uns um. Wir sollten auf jeden Fall den Meister Rakorium noch aufsuchen, um was darüber zu erfahren. Knochenreste. Seltsam, diese Knochenreste. Die gab es vorher in der normalen Version nicht. In Ordnung. Was soll ich damit machen? Irgendwo noch eine Truhe. Nichts da, ne? Schade. Amazone voraus. Wir werden dann auf jeden Fall die Molinde nochmal aufsuchen. So, ich hoffe, ich habe nichts. Na, überrascht mich hier zu sehen. Ihr habt wohl nicht damit gerechnet, dass ich mich befreien konnte. Den haben wir nämlich eingesperrt in der Gruft. Drogendealer. Krobber, macht sofort die Tür auf. Das hättet ihr wohl gerne. Nein, nein, ihr bleibt schön da, wo ihr seid. Ich kann es mir leider nicht erlauben, euch frei herumlaufen zu lassen. Ihr habt einmal zu viel meine Pläne durchkreuzt. Jetzt könnt ihr hier unten vermodern. Lacht ruhig. Ich werde schon einen Weg finden, hier rauszukommen. Versucht es ruhig. Es wird euch nicht gelingen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Aufenthalt. Leider muss ich jetzt gehen. Dieser Mistkerl. Wäre doch gelacht, wenn wir diese Tür nicht irgendwie aufbekommen. Sieht mir nach einer Falle aus. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir hier ja etwas. Hier was finden? Oh, wir brauchen irgendwas dafür. Gefangen. Robert hat sich aus der Gruft befreit, in der ich ihn eingeschlossen hatte, und mir in dem alten Magiergrab aufgelauert. Dort hat er eine Tür versperrt, sodass ich jetzt hier unten eingeschlossen bin. Es muss doch einen Weg geben, die Tür aufzubekommen. Also knacken einfach geht nicht. Wir versuchen erstmal die Falle auszulösen. Das sieht ja nach Falle aus. So ist es. Und dann versuchen wir die einfach zu knacken. Ah, was nicht geht. Was nicht geht. Okay, da müssen wir was finden. Sieht ganz so aus. Und das ist doch was für meine Streunerin. Irgendeine Brechstange oder dergleichen. Hier sind doch schon Gitterstäbe, das sieht doch schon gut aus. Oder ein Geheimgang. Das kann natürlich auch der Fall sein. Nochmal reinschauen. Mach ich. Also da haben sie auch sehr viel reingebracht, wo ich echt öfters suchen musste hier in dem Add-on. Was das betrifft. Gar nicht so einfach manchmal. Wahrscheinlich irgendwo wieder ein Schalter. Kleiner Fitzel, ich hoffe, ich suche nicht zu lange. So, kontraproduktiv bei Let's Plays. Fackel, die ich umklicken kann. Was ist das? Der sitzt fest. Kann man dahinter? Nö. Tja, warum könnt ihr auch kein transversales Teleport? Würden wir einfach dahinter gehen. Spielend. Spielend. Eben nicht so spielend. Wer will sie nicht knacken? Sie will sie nicht knacken. Wir haben auch bessere. Wir haben doch hier diese Mega-Dietriche uns gemacht.
sind die? Da, die hier, verbesserter Dietrich. Geht das hier damit? Nö, geht nicht. Geht nicht. Hat das vielleicht was mit den Resten zu denen, die wir gefunden haben? Knochenreste? Kupfermünzen? Was sagt das Logbuch nochmal? Gefangen. Finde eine Fluchtmöglichkeit. Wenn ich hier unten nicht verrotten will, muss ich einen Weg finden, die Tür zu öffnen. Vielleicht finde ich etwas, mit dem ich, wenn ich mich hier genau umschaue. Können wir irgendeine Säule dagegen hauen? Können wir auch nicht. Ich vermute auf einen Geheimgang oder Schalter oder irgendeinen Gegenstand, um bei der Tür was rauszuhebeln. Aber hier an die Gitterstäbe komme ich nicht. Aber wir haben ja schon gesehen, dass auch, wenn ich die Maus nicht haargenau irgendwie habe, dass dann da nichts erscheint. Also müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht irgendwo eine kleine Stelle haben, wo ich mit der Maus drauf muss. Ich sollte vielleicht weiter oben mitgucken. Was ist das? Eine Brechstange. Ja, so einfach ist es. So einfach ist es und trotzdem sucht man sich dumm und dämlich. Zack, mitkommen. Jetzt machst du sie einfach so auf oder muss ich die unten reinlegen? Okay, das geht also auch nicht. Dann... kann nur vom Hauptcharakter benutzt werden. Ah, verstehe. Leg mal los. Awesome. Yeah. Rock on. Schupp. Schupp. Ich mach das schon. Einmal buffen. Arquatus. Oh, falsche Stelle. Zeritus. Zeritus. Astus. Dann eben Sekarian. Einmal Skeletarius. Einmal ein bisschen Schaden. Ich mach das schon. Los geht's. Folgen wir der Mistsau. Ah, falsch abgebogen. Allzu weit kann Krobber noch nicht gekommen sein. Wenn ich mich beeile, kann ich ihn sicher noch einholen. Krobber, Baba, Lobba. Das wird dann wohl sein Ende sein. Ich glaube, er wird sich lebend nicht gefangen nehmen. Oder er gibt auf. Moment. Wird gemacht. Da waren wir nicht gewesen. Genau, und da finden wir noch einen Goldring und ein paar Knochenreste, die keine Ahnung wofür sind. Wahrscheinlich für nichts. Beim Namenlosen. Hm. Bleib stehen. Uns gemeiner Kerl. Wo ist dein Skelett? Ach, egal. Vielleicht stürzt du auch zu Tode. Hey, hier, da. Jetzt müssen wir dem echt helfen? Dich? Ah. Kann er nicht einfach sterben? Ja. Komm. Komm. Ach, er stirbt auch einfach. Komm. Sehr gut. Jetzt alles klar. Komm schon. Gute Entscheidung. Und tschüss.
einfach als beendet direkt. Steht da nicht mal was bei. Puh, ich hoffe, das ist ganz unten. Nee, doch da gefangen. Krobbe ist auf der Flucht einer Riesenkrabbe über den Weg gelaufen. Leider hat die Begegnung mit ihr nicht überlebt. Leider? Warum? Ist doch okay. Obwohl, damit ist auch ein Beweis weg mit der Molinde, ne? Das ist die Frage. Hast du was bei dir? Nichts. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Riesenkrabbenschere. Toll. Ich nehme die Sache in die Hand. Dann würde ich sagen, wir suchen die Molinde auf. Also auf zum Borons-Tempel. Schauen. Da muss ich lang. Und danach geht's zurück nach Ferdok. So, ich hätte vielleicht hier so eine Abkürzung nehmen können, ne? Ah, jetzt sind wir sowieso schon fast da. Egal. Riesenkrabbe-Alarm. Können wir dich umgehen? Einfach weiterrennen, Jungs. Einfach weiterrennen. Alle mal hergehört. Weiterrennen. Yay. Falsch abgebogen. Tolle Wurst. Okay. Wir müssen dich wohl töten. Kurkum! Das sollte aber schnell gehen. Na klar, Amazonen beginnt. Hier, Sandra! Ja, Ardo. Ich nehme die Sache in die Hand. Dann würde ich sagen, hier lang. Das ist, glaube ich, kürzer, um zum Tempel zu kommen. Boron zum Gruße. Kann ich etwas für euch tun? Ich habe Krobber tatsächlich am alten Travia-Tempel getroffen. Er wusste einige interessante Dinge über euch zu berichten. Ich weiß nicht, was ihr meint. Sehr schuldig wohl. Er hat uns darüber aufgeklärt, dass ihr den Boronswein benötigt, um Zeremonien des Al-Anfana-Ritus durchzuführen zu können. Ich musste wohl damit rechnen, dass das irgendwann passiert. Was werdet ihr nun tun? Ich habe mich noch nicht entschieden. Von Krobber habt ihr übrigens nichts mehr zu befürchten. Er fiel auf der Flucht leider einer Riesenkrabbe zum Opfer. Oh, jetzt... Jetzt kenne nur noch ich euer Geheimnis. Aber wie schon gesagt, ich habe mich noch nicht entschieden, was ich machen werde. Tut, was immer ihr für richtig haltet. Ich jedenfalls vertraue auf Boron und werde den von ihm bestimmten Weg gehen. Wir verraten dich nicht. Du bist eigentlich eine Gute. Wir gehen zurück nach Ferdok. Nur weil die Prarius-Pfaffen da mal wieder sagen, hier, das ist, ne? Ketzerei. Ketzerei. Oh, und da sind direkt ein paar Bandstrahler auf einmal in der Nähe. Ist ja interessant. In Prarius' Namen, halt! Wer seid ihr und wohin wollt ihr? Ach Gott, wie ich euch hasse. Inquisition. Ich bin Thanes Brachenblut auf der Rückreise nach Ferdok. Gelobt sei der Himmelskönig. So wart ihr es, der von der Ermordung des geweihten Gerion in Avestreu berichtet hat? So ist es. Woher wisst ihr davon? Von dem geweihten Priodan aus Ferdok. Wir sind in seinem Auftrag nach Moorbrück gekommen.
Geht es um den Einbruch in dem Ferdokker Praios-Tempel? Allerdings. Es hat sich herausgestellt, dass bei dem Einbruch ein Dokument aus dem Archiv gestohlen wurde. Sein Inhalt verweist auf Ereignisse in Moorbrück, die sich dort zum Ende der Magierkriege zugetragen haben. Mhm. Aber wie könnt ihr das wissen? Das Dokument wurde doch gestohlen. Es existieren von allen Schriftstücken Abschriften. Man musste nur herausfinden, um welches Dokument es sich handelte. Oh, okay. Schade. In dem Dokument ist von einem Kelch die Rede, der zusammen mit einem Magier der Grauen Stäbe hier begraben wurde. Da war ich jetzt schon gewesen, sehr wahrscheinlich. Wir vermuten, dass dieser Kelch von dem Nekromantenzirkel, der sich hier niedergelassen hatte, für seine unheilvollen Rituale verwendet wurde. Wir sind gekommen, um diesen Kelch zu bergen und ihn nach Ferdok zu bringen. Ich befürchte, ihr seid zu spät gekommen. Ich bin dem Dieb begegnet. Leider konnte er mit dem Kelch entkommen. Praios, beschütze uns. Wir haben versagt. Was sollen wir jetzt machen? Ich schlage vor, ihr reist nach Ferdok zurück und berichtet Pariodan von dem, was hier geschehen ist. Ich werde versuchen, den Dieb nachzuspüren und zu verhindern, dass er den Kelch missbraucht. Das wird wohl das Beste sein. Möge Praios Licht eure Wege erleuchten. Leb wohl. Sobald ich neue Erkenntnisse habe, werde ich Pariodan darüber berichten. Ja, wir erzählen nichts über die Maulinde. Sollen wir nochmal zurück und ihr das sagen? Nö. Sie wird schon merken, dass alles gut ist. So, wir gehen zurück. Und zwar zur Grafenstadt. Und dann suchen wir die Hauptfrau mal auf. Die Vogtin. Aber da meine Tochter gerade an der Tür klopft, mache ich hier einen Break und das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis demnächst, euer Jojo.